Mein ganzes Leben lang hatte ich nur ein Ziel. Ich wollte zur Krabbencrew. Ach, was für ein toller Tag. Hey, Sandy, guck mal. Ich bin Sandy. Hey, Sandy, wer bin ich? Hallo, SpongeBob. Halt dich bitte zurück. Ich will mich in Ruhe langweilen. Das ist zu komisch. Hat hier jemand 20 Pepperoni- und Sandpizzas bestellt? Auf, 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 auf. Hey, guck mal. Thaddäus Bless zum Angriff. Jawohl, Thaddäus, ich verpopst du dir. Mach sie fertig, Thaddäus. Jawohl. Thaddäus, los. Und jetzt wird's Zeit für ein kleines Aufwacherchen. Ist die Nacht schon vorbei? Ja! Irgendwie ist mir ganz komisch. Ja! Ja. Jetzt hab ich dich! Erstmal ausgewogen frühstücken. Also, das hatte ich anders geplant. Ich spring nur rasch in meine Hose. Oh, heute gehe ich wohl in Unterwäsche. Oh. Und durch die Tür gehe ich irgendwie auch nicht. Bis dann, Gary. Hoffentlich. Du hast recht, Gary. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Thaddäus! Thaddäus! Wach auf! Du musst mir helfen! Thaddäus! Hilfe! Halt deine Klappe, SpongeBob! Hilfe! SpongeBob, was wird denn das? Ich rede mit dir! SpongeBob! SpongeBob! Bist du verrückt? Halt den Mund, du drittklassiger Klarinettenspieler! Drittklassig? Du aufgeblasener, unbedeutender Kunsthandwerker! Dein Getute ist minderwertiger als der Abfall eines niederen Einzellers! Irgendwas stimmt mit meinem Gehirn nicht! Plankton! Du bist mir ja ein schöner Freund! Ach, hör auf! Du magst mich doch sowieso nicht! Du willst nicht mal zu meiner Geburtstagsparty kommen! Geh aus meinem Kopf raus! Lass mein Hirn in Ruhe! Vergiss es! Niemals! Wie wär's mit einem Burger zum Mitnehmen? Nein, nein, niemals! Mich legst du nicht rein, Plankton. Du willst die Krabbenburger-Formel. Und du wirst sie mir höchstpersönlich ins Haus liefern. Nein, nein, nein! Es ist gar niemand da. Das will ich nicht hören. Pass gut auf, SpongeBob. Das ist mein Labrador. Und das ist mein Laboratorium. Habe ich dir eigentlich schon mal meinen Plattenspieler vorgeführt? Wie wär's mit einem Schluck Soda, Jungs? Ja, bitte. Danke, mein Freund. Und einen Schluck für deinen besten Freund. Danke, bester Freund. Kann ich jetzt was haben, Kumpel? Moment, ich hab leer. Ich hab noch gar nichts gekriegt. Da hast du. Voll machen, bitte. Thaddäus! 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 Hey, Thaddäus! 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 Hey, Thaddäus! Patrick, dein Glas ist voll. Ach ja. Thaddäus! 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 Hey, Thaddäus! 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 Hey, Thaddäus! 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 Tut mir leid, Jungs, die Flasche ist leer. Ich hole euch gleich eine neue. Macht's euch doch bequem und plaudert ein bisschen. Well...
Da ist die Ziellinie. Das ist unglaublich. Dass ein Anfänger so rasante Fortschritte macht, habe ich ja noch nie gesehen. Was ist dein Geheimnis? Ein kleines Funkgerät im Kopf? Und unter dem Hut hast du bestimmt eine Antenne versteckt. Und irgendjemand sagt dir aus sicherer Entfernung alles vor, was du zu tun hast. Ach ja, aber das wäre ja dann Betrug. Ich bin ein Betrüger, Mrs. Puff. Ja, mein Starschüler. Ich glaube, ich bin ein Betrüger. Wie war das bitte? Ich glaube, ich bin ein Betrüger. Du hast das Lenkrad losgelassen. Ich habe wirklich eine Antenne unterm Hut. Und irgendjemand sagt mir wirklich alles vor, was ich tun muss. Es ist alles wahr. Ich bin ein Betrüger, ein Betrüger. Was? Es tut mir leid, Mrs. Puff. Es tut mir so leid. Das Lenkrad, SpongeBob, das Lenkrad. Betrug. Ich bin ein Betrüger, ein Betrüger. Nein, 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 nein. Das ist schon gut. Heute darfst du betrügen. Hier geht's lang, SpongeBob. Ein Betrüger. Dann betrüge hier entlang, ja? Ein Betrüger. Ganz ruhig, SpongeBob. Alles wird gut. Du darfst betrügen. Hier entlang, hier entlang. Betrüger. Hier entlang. Ach, SpongeBob, durchgefallen! Mrs. Puff, ich habe Sie betrogen. Oh. Ein Lauberspube, es ist Böses im Busch. Ein messenden Neunauge, Meerjungfrau Mann, ich folge dir auf dem Fuß. Meerjungfrau Mann und Lauberspube beobachten ihren Erzfeind, den Reflektor, der Übles im Schilde führt. SpongeBob. Du weißt, was das heißt. Donuts. Oh. Durch die Macht des Neptun. Meerjungfrau Mann und Lauberspube, vereint. Kreaturen der Tiefe, versammelt euch. Konzentrier dich, Blaubarschbube. Da sind sie schon. Verdammt, die Macht des Reflektors ist zu groß. Ja, was denn? Wenn man dem Reflektor das Sonnenlicht entzieht, wird er schwach. Was soll die Qualle mehr, Jungfrau Mann? Er zerstört unseren Schild. Schnell, Blaubarschbube, zurück ins Geheimversteck. Jawohl, mehr, Jungfrau Mann. SpongeBob! SpongeBob, aufwachen! Der Reflektor kennt unser Geheimversteck. Was würde der echte Meerjungfrau Mann jetzt tun? Warum fragt ihr ihn nicht einfach selbst? Was meinst du damit, du fieser Feind? Er und Blaubarschbube wohnen im Altersheim am anderen Ende der Stadt. Sie ermitteln bestimmt verdeckt. Na klar, und jetzt lass mich bitte in Ruhe. Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube, wiedervereint! Aufsichtsperson SpongeBob meldet sich zum Dienst, Ma'am. Ich bin bereit, meine Position einzunehmen. In der Pause. Ich beschütze die Kranken und Schwachen. In der Pause. Die Gesetze werden eingehalten. In der Pause. Ist gut. Nimm einfach die Mütze und den Gürtel. Ich kann das noch nicht annehmen, Ma'am. Ich muss zuerst meine Rede halten. Warum einfach, wenn's umständlich geht? Klassenkameraden, wer bin ich schon, dass mir eine solche Ehre zuteil wird? Ein Nichts wäre ich ohne unsere Mrs. Puff. Jetzt mach mal einen Punkt. Und euch, meine Lieben, will ich nur sagen, ich bin gerührt. Und darüber hinaus sehe ich es als meine Pflicht an, dafür zu sorgen. Das und Bestrafung. Bestrafung und Verbrechen. In der Pause! Was mich zu einer extrem langen Rede bringt, die von der größten Aufsichtsperson aller Zeiten gehalten wurde. Freunde, Mitschüler, Lümmel von der letzten Bank, leiht mir euer Ohr. Alles in allem und ohne weitere Zeit zu verlieren, werde ich jetzt meine Uniform anlegen und mein Amt antreten als... Aufsichtsperson!
Ich bin der offene Fensterwahnsinnige! Warum haben Sie denn meine Stiefel gegessen? Ganz einfach! Du brauchst sie nicht! Es ist nicht der Stiefel, es ist der Gestiefelte. Ich meine, der Schwamm in den Stiefeln. Du bist ein toller Burgerbrater. Meinen Sie das wirklich ehrlich? Na klar, Minion. Hier ist der Lohn, den ich dir noch schulde. Und ein Bonus. Naja, also hier hast du jedenfalls deinen Lohn. Und ich brauche jetzt Urlaub. Dann wünsche ich gute Reise. Hallo, Freunde, ich bin wieder da. Allmählich kriege ich den Bogen raus. Thaddäus, warum spielst du Trommel? Trommel? Welche Trommel? Das ist mein Perückenkoffer, siehst du? Auf geht's, SpongeBob. Los, greif mich an. Thaddäus, du brauchst Bettruhe. Ich pass auf dich auf, bis es dir wieder gut geht. Miau. Oh, alle bin ich jetzt im Rahmen. Jetzt ist er auf jetzt. Der Frickchen läuft hier nicht mehr. Lügt mich lang. Sag mal, willst du mir nicht ein bisschen bei der Gartenarbeit helfen, mein schlimmster Feind? Nö, spinnst du? Ich muss das Gegenteil von SpongeBob sein, denn ich bin... Thaddäus! Hey, ich will aber auch ein Gegenteil sein. Ja, endlich, juhu! Ich bin Thaddäus. Moment! Es reicht nicht, wie er auszusehen, um ein Gegenteil zu sein. Du musst dich auch wie er benehmen. Mann, oh Mann, ich liebe meine Klarinette. Ich übe den lieben langen Tag, aber ich werde einfach nicht besser. Und jetzt du. Okay. Ich bin Thaddäus. Bin Thaddäus. Bitte nach Ihnen, Mr. Thaddäus. Das ist nett. Danke, Mr. Thaddäus. Sie sind stets willkommen, Mr. Thaddäus. Hallo, Miss... Mr. Tentakel? Ja, bitte treten Sie ein. Seltsam. Ich hatte Sie mir viel größer vorgestellt. Ja, das höre ich öfter. Um mir den Verkauf zu erleichtern, müssen Sie mir alle positiven Dinge über Ihr Haus erzählen. Positive Dinge? Gegenteiltag. Ja, aber gerne doch. Die Dielen knarren, das Dach ist undicht und es zieht wie Hechtsuppe. Aha, das hatten Sie am Telefon ja gar nicht erwähnt. Lassen Sie mich bitte ausreden. Die Winter sind hart, die Sommer sind brutal. Im Garten treibt eine menschenfressende Muschel ihr Unwesen. Darf ich Ihnen den Rest des Hauses zeigen? Nun, wie soll ich sagen? Ich bin nicht sicher, ob... Ach, Unsinn. Ich will kein Nein von Ihnen hören. Bitte folgen Sie mir. Und hier ist das schlimmste Zimmer von allen. Meine Galerie. Donnerwelle, dieses Gemälde ist wunderhübsch. Danke sehr. Und wer ist das? Darf ich Ihnen vorstellen, das ist Mr. Thaddäus. Sie beide sind Thaddäus? Ich bin Thaddäus, er ist Thaddäus. Wir beide sind Thaddäus. Das ist doch völlig idiotisch. Weißt du was? Ich helf dir mal. F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. Versuch's mal. N steht für endlich. Haben wir mal Spaß. Ganz friedlich und freundschaftlich. Moment, ich verstehe das einfach nicht. Ich hab so ein Kribbeln im Bauch. Sollen wir aufhören? Nein, das ist genau das richtige Gefühl. Also mir gefällt's. Machen wir's nochmal? Okay. F steht für Freude an all den schönen Blumen. U steht für Ukulele. N steht für Naseweiß. Und ich mach mit bei jedem Scheiß und lache aus tiefster Seele. Meuterei. Und danach sind wir durch ein Blumenmeer getollt. Und dann haben wir... Klingt nach Fun. Also, was total Spaß gemacht hat, war... Und was ist mit dem Krabbel?
Krabbenburger? Dem was? Dem Krabbenburger, weißt du noch? Man darf die Dinge nicht überstürzen. Du vergisst deine Mission. Was soll denn das jetzt? Du passt dich an, Plankton. Guck mal an dir runter. Was denn? Ich habe Plankton schon eine Weile lang nicht mehr gesehen. Er hängt sicher wieder was auf. Wer weiß? Vielleicht hat er sich geändert. Wer das weiß? Ich glaube, du weißt das! Er ist anders geworden, Sponge, wirklich! Kumpel! Juhu! Plankton-Kumpel! Los, wir gehen! Ich habe vergessen, dass das hier eine kumpelfreie Zone ist. SpongeBob! Kann ich dich mal kurz alleine sprechen? Es stört dich doch nicht, wenn ich das hier abstelle, oder? Warum machen Sie das alles? Weil er ein Dieb ist. Sieh nur die Gier in seinem Auge. Er ist... Warum akzeptieren Sie nicht unsere Freundschaft? Er ist nur hinter dem Rezept her. Und das beweise ich dir jetzt. Tja, du hast doch bestimmt Hunger nach dem langen Weg hier rüber. Oh ja, aber ich heb mir meinen Appetit für das Popcorn im Kino auf. Ach so, bedien dich nur. Wir haben genug von Ihren albernen Tests, Mr. Krabs. Komm, Plankton, lass uns hier verschwinden. Vielleicht stimmt es ja, was der Junge sagt. Vielleicht ist Plankton auf dem rechten Weg. La 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 la, la 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 la. Gute Nacht, Gary. Ja, das würde einen ganz neuen Schwamm aus mir machen. Du hast doch ein Rad ab, SpongeBob! Kann schon sein, aber immerhin war ich 26 Mal hintereinander Mitarbeiter des Monats. Willst du damit etwa behaupten, dass du besser bist als ich? Ich bin seit 26 Monaten besser als du und morgen werden es 27. Oh, jetzt reicht's aber, du Quadratschwachkopf. Morgen zeige ich dir, dass ich diesen Preis mit Leichtigkeit gewinnen kann. Ich werde der neue Mitarbeiter des Monats. Und zwar deshalb, weil ich Knallchargen wie dir turmhoch überlegen bin. Wer ist denn als Erster da und schrubbt die Böden? Das habe ich morgen schon erledigt, bevor du auftauchst. Da musst du aber ganz schön früh aufstehen, wenn du vor mir da sein willst. Ich brauche keinen Schlaf, Loser. Na und ich auch nicht. 26-maliger Loser. Guck dir das an. Er beobachtet mich. Ich hab dich im Auge, mein Lieber. Du gehst nicht vor mir aus dem Haus. Hey, Thaddäus. Na, wirst du müde? Nein, und wie ist es mit dir? Nö. Nachtigallein. Thaddäus, hast du noch was vor? Ich hab vor, dich auszuwringen, sobald ich hier draußen bin. Und jetzt hol mich hier raus! Gerne. Ich komm nach der Arbeit noch mal vorbei. SpongeBob! SpongeBob! Und jetzt noch ein Schläfchen. Ich will schließlich auf meinem Mitarbeiter des Monatsfoto keine Augenringe haben. Thaddäus! Das dürfte wohl reichen. SpongeBob, du kleiner Erbärmlicher! Aua! Thaddäus! Bis dann, Schwammkopf! SpongeBob, Waffenstillstand. Einverstanden. SpongeBob, ich kann einfach nicht mehr. Wenn wir so weitermachen, gewinnt keiner von uns den Preis. Du hast recht. Wir sollten unsere Kraft für die Arbeit aufsparen. Dafür brauchen wir sie ja. Versprochen. Wir liefern uns einen sauberen Kampf, okay? Und möge der Bessere gewinnen.
Dieser verlogene, rückgratlose, tintenspritzende, langnasige Heuchler. Jetzt guck dir dieses fette, falsche Grinsen an. Dem kann man nicht mal trauen, wenn man Augen auf dem Rücken hat. Sobald er aufhört, meine Hand zu schütteln, renn ich los und häng ihn ab. Geld, 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 komm in meine Taschen. Das gibt doch ein warmes Gefühl in der Kasse, wenn die Jungs so früh erscheinen. Jungs, ihr seid aber früh dran. Bitte, Chef, ich wisch den Boden. Und ich alle Tische, Mr. Krabs. Das Geschirr ist auch sauber. Was ist hier eigentlich los? So werden die schmutzigen Sachen viel schneller sauber. Nein! Blumen und Schokolade für Sie, Mr. Krabs. Und aufgepasst, ich werfe mein eigenes Geld in die Kasse. 2 Pfannenwender zur Erhöhung der Produktivität, Mr. Krabs. Schneller, SpongeBob, mach schneller. Keiner wendet schneller als ich, Mr. Krabs. Gegen mich hast du keine Chance, Schwammkopf. Hey, Jungs, aufhören! Hilfe! Hilfe!